Am 10. März beendete die Deutsche Eishockeyliga 2 den Spielbetrieb für die laufende Saison. Was dies für die Eispiraten Grimmitschau bedeutet, erläutert uns Pressesprecher Aaron Fries. Aaron Fries, Sie sind der Pressechef hier beim EDC Grimmitschau. Das muss doch ein ganz besonderer Tag gewesen sein, dieser 10. März, als die DEL und die DEL 2 plötzlich gesagt hat, Schluss, aus, Feierabend, es gibt keinen Meister, es gibt keinen Absteiger. Aus Ihrer heutigen Sicht, war das eine verfrühte Reaktion oder können Sie das nachvollziehen? Nein, ich denke nicht, dass es eine verfrühte Reaktion war. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, gerade weil keiner weiß, wie es überhaupt jetzt weitergeht. Natürlich wird uns der 10. März immer in Erinnerung bleiben. Sowas hat es eigentlich noch nie gegeben, soweit ich denken kann. Und ja. Ihnen fehlen allein, wenn ich richtig informiert bin, aus Zuschauereinnahmen ca. 150.000. Was fehlt noch darüber hinaus oder was wird darüber hinaus noch anlaufen? Also eine genaue Summe kann man gar nicht genau festlegen. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserer Crowdfunding-Kampagne gesagt, wir nehmen jetzt wir nehmen jetzt die 150.000 und nach Gesprächen, internen Gesprächen kann man das nur schlecht sagen. Also es können auch weit, kann auch weit mehr anfallen. Nochmal zurückzukommen auf das Ende der Saison. Es wird auch keine Saisonabschlussfeier geben. Wird die irgendwann nachgeholt? Die wird irgendwann nachgeholt. Wir haben geplant, bevor die neue Saison startet, ein großes Fest zu machen, wo wir alle Fans nochmal mit einladen und ja, quasi die Abschlussfeier der diesjährigen Saison nachholen und gemeinsam in die neue Saison starten. Herr Fries, Crowdfunding ist Gruppenfinanzierung. Der aktuelle Stand ist wohl weit über 20.000. Wie darf ich das verstehen? Ist das viel oder ist das wenig? Das ist schon viel. Die Aktion ist gut angelaufen, muss man sagen. Natürlich fehlt uns jetzt noch ein bisschen was, aber wir sind optimistisch, dass wir das zusammen schaffen. Wir haben Unterstützung von vielen Sponsoren, von vielen Fangruppen und ja, das ist eine tolle Sache, wenn man auch mal bedenkt, was da Leute teilweise spenden, von 100 Euro, 500 Euro oder sogar 1000 Euro, das ist natürlich unglaublich. Was mir aufgefallen ist, als ich heute Morgen ins Netz geschaut habe, die landesweit, also auch bundesweite Solidarität, das sind Fans, die spenden, die kommen aus Bochum, die haben vielleicht mit dem VfL was am Hut, aber die sagen, Mensch, Grimmitschau, denen muss geholfen werden, aus Weißwasser, also auch direkte Mitkonkurrenten, Konkurrenten aus Wolfsburg. Macht sich das nicht gerade in dieser angespannten Situation ganz besonders stark? Das macht uns sehr stark, das macht uns auch stolz, wenn man sieht, wie die Unterstützung eigentlich in der ganzen Bundesrepublik da ist. Und gerade unter den Eishockey-Clubs merkt man wieder, dass sich untereinander auch geholfen wird, dass es egal ist, von welchem Verein bin ich jetzt Fan. Wir sind eine ganz große Familie hier, gerade in Deutschland und gerade in solchen schweren Zeiten zeigt sich halt, dass wir alle zusammenhalten. Das ist eine tolle Sache. Als wir heute hierher zu Ihnen gefahren sind, also vor wenigen Augenblicken, und wir sind mit unserem Fahrzeug durch die Stadt hier Richtung Sahnpark gekommen, da dachte ich mir so, diese große Verantwortung, die die Stadt hat, ist die Verantwortung tragbar, dass Sie sagen, jawohl, die Stadt hilft uns, um über diese Klippe hinwegzukommen, oder sagen Sie, naja, es könnte durchaus etwas mehr sein? Die Hilfe der Stadt ist natürlich auch da. Ich denke, dass man das jetzt nicht nur auf uns projizieren kann. Ich denke, es gibt viele Wirtschaftsunternehmen allgemein hier in der Stadt und auch in der Region, die jetzt gerade unter diesen ganzen Bedingungen, unter dieser Geschichte leiden. Und wir müssen jetzt abwarten, was die nächsten Wochen passiert und wie wir jetzt alle aus dieser Nummer rauskommen. Im Sport muss man es aber hier in Grimmitschau unter anderem auch auf den EDC projizieren. Herr Fries, irgendwann wird das ja mal zu Ende gehen. Wie geht es dann weiter? Wann fangt ihr wieder an? Was hat der Verein vor? Wir stehen natürlich immer im Austausch mit der DEL2, also mit unserer Liga und den anderen Clubs. Und der Plan ist aktuell, dass wir normal weiterplanen, wie auch in den Vorsaisons. Es hängt natürlich immer davon ab, wann diese Corona-Krise vorübergeht. Aktuell planen wir aber ganz normal, auch dass es im August wieder weitergeht mit der Vorbereitung und dass im September der normale Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Nun haben Sie auch Festangestellte hier im Verein? Wir haben Festangestellte, ja. Wie ist deren finanzielle Versorgung abgesichert für diese Zeit? Die
die finanzielle Versorgung ist jetzt erstmal normal abgesichert. Ja, natürlich wird jetzt in der gesamten Liga auch über Kurzarbeit diskutiert. Das ist aber ein Thema, das wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, wie man sowas umsetzen kann. Wenn Sie im Hinblick auf die neue Saison sich hier im Kunsteisstadion, sage ich einfach mal, umschauen, dann bleibt Ihnen und natürlich auch mir nicht verborgen, dass es hier viel, viel, viel zu tun gibt. Wie ist der aktuelle Stand? Was ist an Investitionen geplant? Sprich, es war ja auch mal angedacht, ein neues Stadion hier zu errichten. Ja, genau. Also wir haben die Pläne, ein neues Stadion zu errichten. Das ist allerdings ein 5- bis 10-Jahresplan. Da muss man gucken, wie das jetzt weitergeht. Wir sind da immer in Gesprächen mit dem Freistaat Sachsen und mit der Stadt Grimmitschau und hoffen da auch auf positive Rückmeldungen. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich die Stadt und auch der Freistaat Sachsen, haben die auch anderes um die Ohren, sage ich mal, als sich um unseren Stadionneubau zu kümmern, was auch nachvollziehbar ist. An sich im Stadion viele große Investitionen wird es jetzt über den Sommer hinweg nicht geben. Herr Fries, ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünsche Ihnen, dem Verein, dass Sie möglicherweise ohne Blessuren durch diese Zeit kommen, die jetzt vor Ihnen liegt. Und wie sagen die Eishockey-Fans hier in der Umgebung, wir sehen uns in Grimmsche. Alles Gute. Dankeschön.